So, willkommen zum ersten Livestream hier auf Xbox Aviation, beziehungsweise ja, auf Twitch und YouTube. Auf YouTube dann wahrscheinlich eher als VOD. Ja, wir stehen in Stuttgart am Flughafen mit unserer schönen 737-600 in der Lauda Air Livery. Genau, die gibt es nur für die 600er. Ja, heute von Stuttgart nach Bremen, das schöne Wetter mal ausnutzen. Ja, wie gesagt, mal in Livestream-Form. Das erspart eine Menge Schneidearbeit, den üblichen Xbox Smalltalk dann natürlich wie immer ja, im Reiseflug, würde ich sagen. Flugplan ist erstellt. Gucken wir uns das Baby doch erstmal kurz an. Es ist ja im Prinzip eine gestauchte 700er bzw. 800er. Sehr klein, sehr wendig, hat ganz andere V-Speeds. Ja, kann ich nur empfehlen. Gibt es für einen schmalen Taler ja, etwa halb so teuer wie die große 800er. Ja. Stuttgart übrigens, wie man da hinten sehen kann, beziehungsweise hier an diesen kleinen Details auf dem Flughafendach von Stuttgart, handmade im Flugsimulator, also für jeden kostenfrei und ja, ich sag mal, ja, im Vergleich zu Payware immer noch ganz gut. Jetzt kein ausmodelliertes Terminal, aber eine schicke Sache, schicke Sache. So, wir gehen mal ins Cockpit, kontrollieren mal gerade alles durch. Treppen haben wir noch dran. Unsere Kameraperspektiven. Sieht gut aus. Wie gesagt, Flugplan, SIM-Brief, damit erstellt worden. Navigraph, Charts, alles liegt vor. So, einmal ab zum Overhead-Panel. Erstmal die Batterien und die Ground Power. Haben wir schon mal Hydraulik, eine Treibstoffpumpe geht an und natürlich, dass im Flugzeug was geschieht. Auch unsere Navigationsbeleuchtung. Ja, hier haben wir natürlich noch die Mobile Panel, die Fenster. Hatte ich jetzt gestern erst ein Gespräch mit einem Kollegen drüber. Die gibt es nicht mehr so, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Wartungskosten dieser kleinen Airbros waren einfach zu teuer. Kann man sich hier in der PMDG natürlich wunderbar ja, übers PMDG Setup rein implementieren. Na, hier haben wir den Bene Monster TV. Grüß dich. Ja. Ich hoffe, man versteht mich ganz gut. Kannst ja mal ein Feedback da lassen. Als nächstes erleihen wir das IRS, dass das schon mal läuft und den Window Heater natürlich schön hoch. Minus 6 Grad draußen, Freunde. Ich bin froh, dass ich hier im warmen Cockpit sitze. So. Das läuft. So, Reiseflughöhe heute 24.000 Fuß. Ja, es ist zwar einmal über Deutschland, aber nicht so hoch heute. So. Ist eine geile Maschine. Wie wir hier sehen, leider immer noch ohne Tablet, EFB, UFT, wie wir es nennen wollen, oder wie es der Robert vom PMDG nennt, immer noch nicht da. Dazu dann aber in der Luft mehr. Man kommt auch wunderbar ohne klar. So ist es nicht. So ist es nicht. Ja. So, hier auch noch mal ein bisschen aufdrehen. Wir fliegen wahrscheinlich in die Nacht hinein. Und dann gucken wir mal, was wir hier so haben. FS Action, mein Lieblingsmenü. Fuel nehmen wir mit von Stuttgart nach Bremen. Etwa 5,7 Tonnen. Ich runde mal nicht auf. Ich rechne nicht mit einem Alternate und ja, Passagiere um die 80. Natürlich in der Holzklasse. Economy. Dann hätten wir das schon mal abgeschlossen. Als nächstes kümmern wir uns ums FMC. Unsere Position. Mal hier. Gehen wir zurück. Dann ist das schon mal durch. So, EDDS ist der ICAO-Code von Stuttgart nach EDDW nach Bremen. Bremen habe ich mir übrigens runtergeladen vom Beautiful Model of the World. Mega gut. Also richtig, richtig gut. Also den muss man kaufen. Der läuft sogar besser als ein Default-Flughafen. Der absolute Wahnsinn. Richtig schön. So, wir gehen auf der 07 aufgrund des Winds raus über die Tagi 2H Departure. Da haben wir sie. Und kommen an in Bremen auch ja, wegen des Windes über die ILSZ 09, über die Wehret und dann Transition haben wir auch nochmal eine Wehre 09. So, genau. Das aktivieren wir erstmal. Ansonsten geht es weiter mit auf der Routing Page mit der. Wo sind wir hier? Bei Tagik, genau.
Über die Z3 nach Abumo. Ja, Bene fragt sich gerade, mit wem ich rede. Ja, entweder mit dir hier im Chat oder, wie gesagt, das ist auch eine VOD-Aufzeichnung für meinen YouTube-Kanal, dass man sich das da im Nachgang angucken kann. Kann man natürlich auch spulen, was einen dann eben nicht so interessiert. Genau, über die Z3 nach Abumu. Auch immer verrückte Namen, sage ich mal, in den Luftfahrtstraßen. Fand ich, dass man sie sich besser merken kann. So. RW N850 nach Gisem. In Gisem angekommen, dann über N850 nach Nie. Nienburg-Viua nehme ich mal an. So, dann haben wir das schon mal und wären fertig, weil danach geht es nur noch zur, ach ja, Verret, Z88, das habe ich vergessen. Jetzt haben wir es auch komplett und das Ganze gucken wir uns dann nochmal auf unserer netten Flugplan-Page an. So, ein neuer Zuschauer, der Aviation 93. Mahlzeit Xbox. Bist ja mal live, ja, das bin ich mal. So, genau, das Ganze ist wie gesagt als VOD auf YouTube dann später zu sehen. Live ist eher so peripher. So, gucken wir uns den Kram an, den wir eingegeben haben. Kann man schön abgleichen. Über dieses FMC kann man sich halt auch alles sehr, sehr schön dann zurecht schnipseln am Ende. Warburg, genau, meine Heimatstadt vorbei. Nieburg, VOA, dann Verret. Das haben wir jetzt doppelt drin, genau. Ja, dann nehme ich das Verret 1 und schiebe es hoch aufs 2. Und dann sieht das auch besser aus. Das wäre dann der Anflug. Genau, schön auf die 09. Perfekt, perfekt. Hätten wir das schon mal abgeschlossen. Kommen wir zur Performance. Zero Through Weight haben wir heute 45 Tonnen. Ja, 44,1. Stimmt nicht ganz mit dem Brief überein. Ein Kostindex von 39. Und dann, wie gesagt, die relativ niedrige Höhe vorgeschlagen wird mir hier 41.000 Fuß. Tatsächlich werden es nur 24.000. So, Executen N1. Da gehen wir mit Klappen 5 hoch. Und nimmt Trim vom 5,5. Das geben wir gleich ein. Die Wiegeschwindigkeiten noch. Was habe ich gesagt? 5,5. Genau. Das dann natürlich hier unten. Wir haben die Hydraulik schon an. Geht also einmal nach 5,5. So. Ja, Aviation, kannst ja auch nochmal ein Feedback da lassen, ob man mich ganz gut verstehen kann. Das wäre interessant zu wissen. So, Trimmung ist gesetzt. Hier unten wären wir im Prinzip fertig. Da es jetzt aber ein bisschen kalt hier im Cockpit wird. Wenn wir die Türen auch noch auf, machen wir die erstmal zu. Bevor wir das machen, müssen wir aber dringend erstmal die APU starten. Sonst haben wir gleich keinen Saft mehr. Dafür mache ich auch mal die anderen Treibstoffpumpen an. So. Was hast du denn zur Livery hier? Lauda in der 737-600. Wunderschön. Wunderschön. Ja, stehen übrigens in Stuttgart am Handmade Airport vom Flugsimulator. Hier hinten, das ist das alles hier, Airport Static Aircraft, dieses Add-on läuft aber zurzeit ganz gut. Kann man nicht meckern. APU fährt hoch. Auch sehr schön hier immer, ne? Braucht man nicht drüber zu reden. Ein Highlight des Flugsimulators. So, genau, die Fenster, die haben wir nämlich hier, die Eyebrows. Die habe ich mir hier auch verbaut, weil sie hier tatsächlich auch realistisch sind. So, APU ist da. Nee, ist noch nicht da. Doch, ist da. Oder? Ach Quatsch, jetzt verwechsel ich das hier gerade. Das dauert noch einen Augenblick. Jetzt ist sie da. So, APU-Generator an. APU Bleed. Isolation Valve auf Auto. Damit können wir jetzt unten natürlich auch die Türen schließen. Können eigentlich schon die Chocks releasen.
Geht das dann mit zu? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Nein, tut es nicht. Genau, die ist der's. Fahren die nicht mit ein? Nein, tun sie nicht. Ach, da will er die Chocks für haben, damit ich die Treppen einfahren kann. Natürlich, okay. Oder? Wo bin ich denn jetzt hier? Doors. Jetzt machen wir erstmal hier Closed Door. Ach ja. Ich verwechsel das gerade, weil bei der BAE 146 muss man nämlich die Stairs und die Türen einzeln jeweils zumachen. Oder geht das jetzt auch hier? Fahren die ein? Nicht. Ground Services. Ach ja, hier ist es. So. Jetzt fahren die Dinger auch ein. Sehr gut. Wunderschön. Hat mir doch wirklich mein Onkel nicht geglaubt, als er mit der Ryanair geflogen ist, dass die 737-800 Modelle von der Ryanair tatsächlich erst verbaut haben. Konnte er sich gar nicht vorstellen, dass die Treppen mitschleppen. Ist aber so. Ist aber so. Ich nehme mal an, aus Kostenspargründen. So, APU ist an. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann könnten wir langsam losrollern. Anti-Collision Lights an. Betankt haben wir, das haben wir. Jetzt gehen wir noch auf Map. Genau, über die 07 raus. Elna von BINAV kann schon mal an. Oder habe ich noch was vergessen? Moment. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Noch alles an. Ja, wird schon gleich gehen. Ach Quatsch. Flight Director ist ja noch aus. Das erklärt natürlich einiges. Jetzt müsste es auch angehen. Ja, siehe da. An ist es. Das haben wir schon hochgedreht. Hier wollen wir auch noch mal ein bisschen Beleuchtung. Weil, wie gesagt, ich nehme mal an, wir werden in der starken Dämmerung landen. TCAS geht noch an. Und dann haben wir es soweit. So. Kabine ist ready. Das sieht gut aus. Wunderbar. So. Parking Brake Release. Muss man immer zweimal machen beim TCA, leider Gottes. Warum auch immer. Ja, dann würde ich sagen, ready for pushback. Beacon ist an. Schön am Flughafen Stuttgart. Was steht denn da hinten eigentlich? Manfred Rommel Airport. Aha. Guck mal einer an. Wäre auf Doorpage gegangen. Wenn du eine Tür schließt, steht das Setting Rails. Im Anschluss kannst du die Seite auf Retract gehen. Musst also nicht zu Ground Service wechseln. Guter Tipp, ja. Nicht schlecht. Werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall mal umsetzen. Triebwerk 2 geht jetzt erstmal an. Und da spult es hoch. Ein Traum wird wahr. Hier auch die Reifen. Ne? Ah, wunderschön. So, über 22. Das setze ich mir auch ganz gerne immer die Engines hier hin. Da sieht man es auch einfach besser. Das können wir schon mal auf Reactive Takeoff setzen.
Rebooting. Positive rate of climb.
Nee, das Mikro. Ach, jetzt ist das Mikrofon erst wieder da. So. Frage ist, wie lange das Mikrofon aus war, weil der Controller aus war. Unangenehm, unangenehm. Naja, sei es drum. Ich begrüße noch mal Yoshi, genau, und den Hellas. So, schauen wir uns das Ganze noch mal an hier. Ach, jetzt kommt die Sonne schön von hinten. Super genial. Genau, das wollte ich gerade sagen. Immer wenn ich mit der Maus die Kamera bewege, achtet mal hier auf den Speed Indicator. Das ist Magenta-Teil. Immer wenn ich so mache, man sieht es, glaube ich, hüpft er so. Das passiert nicht, wenn ich mich mit dem Controller bewege. Unter anderem leider Gottes auch bei der Speed-Anzeige hier diese neue Kachelbildung, nenne ich es mal. Mit dem letzten Update leider reingekommen. Ah, ab Takeoff hat man von mir nichts mehr gehört. Ja, das liegt daran, dass das doofe Mikrofon an meinem Xbox-Controller angeschlossen ist und der wiederum ja nach 20 Minuten ausgeht. Es ist unfassbar. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ab Takeoff, dann hat man wahrscheinlich auch nicht mehr gehört, dass wir über den Neckar geflogen sind bei Stuttgart. Ja, naja, gut. So ist es jetzt. Können wir nicht mehr ändern. Das ist halt live. Muss ich öfters mal den Controller benutzen hier. Genau, apropos Controller, dann hat man wahrscheinlich auch nicht gehört, warum das UFT nicht in dieser Maschine vorzufinden ist. Es ist einfach nicht da. Genau. Grund dafür, ja, auf der Xbox ist es halt schwerer umzusetzen, offensichtlich, als auf dem PC. Die PCler haben es ja mittlerweile, die Xboxler, wie gesagt, leider noch nicht. Ich glaube mittlerweile daran, da es ja so viele, viele GA-Flieger einfach von Anfang an mit drin haben, sogar mit Moving Map, mit Navigraph-Charts, mit Performance-Berechnung, mit dem ganzen hübschen Kram, den sich ein Xboxler wünscht, die wurden von Anfang an so entwickelt und wahrscheinlich auch gleich mit Hinblick auf so eine gewisse Xbox-Plattformsbasis. Und ich glaube nicht, dass das von Anfang an hier der Fall war, beziehungsweise geplant war bei PMDG in der 737. Deswegen wird es jetzt schwerer wahrscheinlich, gerade auf die Xbox-Klasse reinzukriegen. Ist wohl jetzt in der Mache, es wurde ja eingereicht. Microsoft soll dann noch ein paar Stellschrauben drehen, dass die dann so einen gewissen Code kriegen und dann dementsprechend das dann auch für uns freigeben können. Ja. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Wäre schon ganz nett. Wie gesagt, Performance-Berechnung. Ansonsten, es geht ja notfalls auch hier im FMC wunderbar. Genau. Terrain ist an, Airports sind an. Wie gesagt, hier gleich dann an EDDF. Daran kann man sich auch immer ganz gut orientieren, wo man gerade ist. Oder Punkt Ketek, da gucke ich bei meinem Navigraph dann im Prinzip drauf. Das wäre Mannheim oder in der Nähe von Mannheim. Ne? Genau. Der Yoshi fragt, ob es easy ist, auf der Xbox zu streamen. Keine Ahnung, ich mache das erst seit heute, beziehungsweise seit gestern. Ich schließe das Mikrofon an den Xbox-Controller an. Damit haben wir schon mal den Sound. Der ist, ja, ich glaube, ganz gut. Den Spielsound kann man dann runterregulieren, den Mikrofonsound hoch, runter, je nachdem, wie man es anpassen möchte. Man sollte aber schon ein gutes Mikrofon haben. Und ansonsten drücke ich hier einen Knopf, Twitch-Account natürlich vorausgesetzt, und dann streamt er gleich los direkt. Ne? Das ist ganz nett. Ja, und später, wenn das hier beendet ist, lädt das Ganze automatisch auf YouTube rüber. Habe ich ein Häkchen gesetzt, ich habe ja auch ein verifiziertes YouTube-Konto und da kann man sich das dann als VOD, also Video on Demand, im Nachgang angucken. Ja. Hatte auch gestern mal eine Abstimmung gemacht bezüglich Videos, ob es denn lieber Videos sein sollen oder mal hier ein Livestream. Im Prinzip kann man hier ja auch wunderbar den Xbox Smalltalk durchführen und sogar live interagieren. Wie gesagt, für alle, die neu dabei sind, heute die 737-600. Die gestauchte 700er bzw. 800er mit ja, leicht anderen V-Speeds. Können ja mal reingucken gerade auf die Unit-Ref-Seite. Da sehen wir es schon hier. Alleine im Anflug klappen 40, 118 Knoten. Das wäre bei einer 800er quasi der Todesstoß. Ne? Wo wir gerade hier sind, machen wir auch gleich ALS 110.3.0 auf die 09. Nehmen wir uns gleich mal ein. So. Mal drin und der Kurs 86 Grad. Dann haben wir das schon mal.
gleiche ich aber immer ganz gerne nochmal mit meiner Navigraph-Chart ab, ob der ILS oder die ILS-Frequenz auch passt. 110,3 passt. Sehr gut. So, der Hellas schreibt, seine Maus hat auf der Xbox ziemlich einen Input-Lag. Ist also irgendwie zu langsam. Liegt es daran, dass es eine Bluetooth-Maus ist? Schwierig. Ich habe bislang nur so eine kabelgebundene dran. Die gibt es für 3, 4, 5 € ja schon auf Amazon. Aber wenn du hier den Mauszeiger siehst, ich mach's mal, wo es ein bisschen dunkler ist, das ist nicht die Mausbewegung, das ist nicht so eine Mausbewegung wie auf dem PC. Die ist schon so ein bisschen langsamer. Und ich glaube, Bluetooth macht es nicht besser. Also kabelgebunden einfach dran, wenn du es von der Couch aus spielst mit Verlängerung, dann müsste das eigentlich passen. Ansonsten bin ich also ohne Maus, ich könnte ja gar nicht mehr fliegen ohne Maus. Das wäre ja alleine, ja, guck dir doch das hier an. Das will ich nicht mehr mit dem Controller bedienen. Das wäre wirklich nicht sehr schön. Nicht sehr schön. Ja. So. Wo sind wir denn gerade? Ja, gleich an EDDF, da bin ich mal gespannt, ob wir ein bisschen was sehen. Das liegt dann etwa hier. Ansonsten, ja, was gibt's Neues? Im Januar jetzt erwarten uns eine Menge oder Menge heißer Kram auf der Xbox. A300, fest versprochen. Ich bin gespannt, wie er performt, wie er auch auf der Xbox umgesetzt wird, weil ich will sowas hier haben. Guckt's euch doch an. Guckt's euch an hier. Verkerbungen, Kratzer, schöne Texturen. Brauchen wir überhaupt nicht mehr drüber zu reden, glaube ich. Auch in der Kabine. Ja, ich gehe mal auf B hier. Auch in der Kabine. Man sieht es doch hier. Das sieht jetzt auch wieder doof aus. Moment. So, das ist eine ausgebaute, modellierte Kabine mit sogar relativ hochtexturierten Sitzen. Es ist also möglich. Es ist absolut möglich, sowas auf die Xbox zu bringen. Und das erwarte ich vom A300 dann natürlich auch. Ja. Weil da ja auch sehr viel mit Cargo gemacht wird. Wir haben endlich Treppen, wir haben das ganze Cargo-Geschäft. Hinten sind Pferde drin, wenn man möchte, oder Cargo-Kram. Wir haben eine Paxe-Version. Die Texturqualität hat offensichtlich stark zugenommen vom Cockpit. Das sah ja auch immer sehr altbacken, will ich nicht sagen, weil so sieht halt das Flugzeug aus. Aber es war halt, waren halt Low-Textures. Und das hast du hier nicht. Das heißt, wir wissen schon mal, dass es gehen könnte. Ja. Als nächstes der Learjet, offensichtlich angekündigt, der 35A. Von keinem geringeren als FlySimware, die Jungs, die auch die Cessna 414 gemacht haben. Dann natürlich die Pilatus PC-12. Da habe ich richtig Lust drauf. Und zu guter Letzt, was war denn noch in der Mache? Die Fokker. Die Fokker gegebenenfalls schon diese Woche. Ja, der aufmerksame Zuschauer weiß, was das hier ist. Hier haben wir die 25 Center, hier haben wir die Startbahn 18, hier haben wir. Boah, wie heißt die denn? Ich weiß es gar nicht genau. Naja, hier unten haben wir den Main, Frankfurt City. Und ja. Der Yoshi schreibt 18. Ach, die 18, danke. Genau, Startbahn West oder 18, genau. Aber das ist doch die Startbahn West. Das ist doch die Startbahn West. Also die 18, klar, aber wie heißt die hier? Die hier meine ich. Das würde mich mal interessieren. Ich war erst zum Planespotting da. Unangenehm. Jetzt weiß ich es wieder nicht. Sehr schöne Bodentexturen heute auch wieder. Und die Beleuchtung. Freunde, seid doch mal ehrlich. Da hat sich noch mal gut was getan. Seit dem letzten Sim-Update. Sehr schön. So, Progress-Seite, meine Lieblingsseite. Erstmal sehen wir da wunderbar auf Seite 2 die Außentemperaturen, also die SAT, die Static Aircraft Temperature, also im Prinzip nicht die TAS, die finden wir ja hier, oder TAT. Die tatsächliche Außentemperatur mit der Reibung. Und wir wollen aber die statische ohne Reibung. Die ist dann meistens natürlich auch die geringere, also die, die auch hinten für die Passagiere mal angezeigt wird.
Was wir aber wollen, ist unser Top of Descent in 143 nautischen Meilen um 15:39 Uhr Zulu. Das heißt, in 19 Minuten. Das heißt, ich drehe schon mal meine neue Höhe ein. Für den Intercept-Kurs idealerweise, da haben wir hier 3000 above. Hier haben wir das letzte vom Runway, 3000. Genau, bei Ibuti drehen wir ein. Und gehen dann, bei Ibuti brauchen wir 3000, genau. Die nehmen wir mal und drehen die schon mal ein, weil das ist das Schöne an der Boeing. Sie geht automatisch in den Descent, wenn man es denn möchte. So, 3000. So, der Yoshi schreibt, ach ja, 25 rechts, 25, 07 links, Startbahn Nord, ist nicht die 707 da zugelassen. Ach ja, ja gut, macht ja Sinn. Ich weiß, ich glaube, die beiden großen Centerbahnen sind ja wirklich 4000, 4500 Meter lang. Ne? Das ist Wahnsinn, dieser Flughafen. Absoluter Wahnsinn. Und trotzdem nur der drittgrößte Europas. Ne? Amsterdam und Paris einfach noch mal größer. So. So, Punkt Gisem, wie wir hier sehen, heißt für uns, dass hier Gießen ist. Die schöne Stadt Gießen. Die man jetzt natürlich wieder nicht sehen kann. Dort. Dort haben wir Gießen. Vielleicht kommt ja wer aus Gießen, der kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es denn so ist, in einer Vorstadt von Frankfurt zu leben. Genau. Ja, 4000, genau. Fast doppelt so lang wie die in Düsseldorf. Ja, ja, Düsseldorf. Wir sind aber auch breit aufgestellt. Ne? Frankfurt, internationale Flüge. Düsseldorf, glaube ich, auch international, aber auch viel Ferienfliegerei. Dortmund sowieso, Köln-Bonn, Geschäftsfliegerei, beziehungsweise damals halt die Stationierung von den Flugzeugen hier von Bundeskanzlerin, Luftwaffe, glaube ich, teilweise. Für jeden was dabei. Und dann natürlich noch die ganzen Regionalflughäfen. Aber über die wollen wir jetzt mal nicht reden. So, auch wieder ein wunderschöne. Ach ja. Ist das nicht das schönste Cockpit der Welt, Freunde? Sagt doch mal ehrlich. Ja. Auch hier kennen ja viele gar nicht. Ja, guck mal da, was wir hier haben. Das ist doch safe fürs Gear, ne? Ja, Landing Gear. Will ich jetzt mal nicht ausprobieren, ist aber, wie ich gehört habe. Ach so, Fun Fact, wenn diese Klappe offen ist, kann man den Gearlever nicht bewegen. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Auch interessant. Wieso will ich in EDDG nicht, über EDDG nicht reden? Ja, das liegt daran. Es ist ja so eine komische Politik in Deutschland, Regionalflughäfen, die sind alle sehr nah beieinander. Kassel-Calden, Paderborn, Lippstadt, dann die ganzen nördlichen, ja, ich sag mal, die Hälfte hätte es auch getan. Ich glaube, wir haben 17 große, mittelgroße Regionalflughäfen, ne, in Deutschland, wenn ich mich nicht komplett irre. In Kassel, perfektes Beispiel, wenn ich in der Südstadt Kassels wohne, bin ich mit dem Auto über die Autobahn schneller in Paderborn-Lippstadt am Regionalflughafen als im hauseigenen Kassel-Calden. Weil ich da auch quer durch die Stadt muss. Und von Kilometern ist zwar kurz, aber die Zeit. Ja. Und das sind natürlich so Sachen. Weiß ich nicht. Ich bin froh, dass wir den haben, den Airport. Aber da hat sich natürlich auch irgendwo ein Politiker gesund gestoßen. Da machen wir uns mal nichts vor. Ne? Das ist halt einfach so. Das ist einfach mal so. Ja, ich glaube, das habe ich gesehen, Aviation. Den Bericht auf ZDF Neo, genau, über nur den einen oder anderen Regionalflughafen. Ach, guckt euch das an hier. Auch immer diese Kratzer in der Scheibe, mal ganz ehrlich, ne? Oder mögt ihr es lieber sauber? Also ich mag es ja wirklich so ein bisschen runtergerockt, ein bisschen gebraucht, alles andere wäre halt einfach unrealistisch, ne? Sehr schön, sehr schön. So,
Ebena, Alexu. Was ist denn das eigentlich? Ach, da fliegen wir jetzt über den Edersee. Vielleicht kann man ihn sehen. Da ist er doch. Das ist der Edersee mit seiner Edertalsperre hier. Das ist nämlich ein Stausee. Demnach liegt dann hier Kassel, meine Heimat. Und wir werden wahrscheinlich auch gleich hier am Warburg View A sehen. Genau hier. Hier haben wir es. EDVK, Echo Delta, Victor Kilo, mein Heimatflughafen. Und hier sieht man es wunderbar, wo wir gerade dabei sind. EDLP, Paderborn-Lippstadt, EDVK, beides Flughäfen. Ich glaube, beide sind auf Platz 11 oder 12 von der Größe her in Deutschland. Zu nah aneinander. Einfach zu nah aneinander. Kannst du sagen, was du willst. Definitiv mit Abnutzung, schön immersiv. Ja, der Meinung bin ich auch. Der Meinung bin ich auch. Es gibt aber manche Flugzeuge übertreiben es halt auch. Ne? Also wenn ich mir den A300 angucke, der wahrscheinlich auch kommen soll von Just Flight, die Variante. Der nochmal eine Stufe älter ist. Ne? Da sieht man hier wirklich hier auf den Knöpfen hier den ganzen Ranz und ah, hier geht es ja wirklich noch. Gerade hier. Wobei, das ist schon toll. Das ist schon schön hier, so die Details. Ne? Sowas mag ich ja. Sowas mag ich. So, Top of Descent immer noch nicht in Sicht. Doch. Ah, da kommt er. Erst nach dem Nienburg View. Ah, okay. Dann ist das wohl so. Ja, der Flugsimulator auf der Xbox. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Aber eigentlich ist es ein konstantes Auf. Weil mittlerweile kostet die Konsole, lass mich nicht lügen, 390 Euro bei Mediamarkt hin und wieder mal im Angebot. Und für 390 Euro kriegst du das hier. Das muss man sich mal. Vorführeffekt. Das hier. Das kriegt man für 380 Euro. Und wir sind immer noch am Meckern. Ne? Ja, wir haben kein GSX. Ja, wir haben auch nicht jeden Flug oder jedes Fluggerät an Tag 1. Wir können nicht alle Maps auslagern, beziehungsweise haben nicht überall diese Simlink-Funktionalität, aber gut, so ist es halt. Wer hätte gedacht, dass wir mal so weit kommen hier auf der Konsole? Und apropos Simlink, wissen viele auch nicht. Ich habe mir jetzt neulich die M500 runtergeladen von FS Reborn. Da drückt man ein kleines Hebelchen im Cockpit, im GNX, also Quatsch, im G1000 NXI, in dem Navigationsdisplay und mache Simlink an und schwupps habe ich auf meinem Tablet rechts neben meiner Xbox meine Position bei Navigraph. Also ganz ehrlich, Wahnsinn. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh, das ist aber auch wieder hier. Wir fliegen jetzt auch übers Bundesland Hessen. Hier muss ich zugeben, habe ich aber auch, ja, wie nennt man das hier, diese hessischen Landmarks. Das heißt, die Windräder, die wurden nochmal besser gesetzt. Richtiger Standpunkt. Ich habe das Atomkraftwerk drin hier oben am Main. Ich habe Funkmasten drinne und so weiter. Also das könnte jetzt bei euch dann auch nochmal anders aussehen auf der Xbox, aber ja. Für jedes Bundesland oder soll für jedes Bundesland übrigens kommen hier die Landmarks of Germany. Ach ja, by the way war das eben Kassel und hier haben wir dann natürlich EDVK aktuell mit Richtung 09. Hier oben ist die 27. Und ich zoome jetzt mal nicht ran, sonst haben wir Matsche. Das macht man einfach nicht. Man zoomt einfach nicht ran. Das macht man im Flugzeug auch nicht. Man hat ein Fernglas dabei. Genau. Hier haben wir, wie gesagt, jetzt wäre es mal interessant zu gucken. Wie gesagt, EDVK zu meiner Rechten. Jetzt gucken wir mal, ob wir den EDDP zu meiner Linken sehen. Das wäre ja noch schöner. Dann haben wir mal beide Flughäfen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Kann man ihn sehen? Kann man ihn sehen? Also er müsste irgendwo hier sein. Hier müsste Paderborn sein. Hier dann Lippstadt. Beziehungsweise der Vorort, wo dann der Flughafen ist.
Ja, nee, aber es ist schon krass. Es ist schon krass, wie nah Regionalflughäfen zusammenliegen können. So ist das. So. Ja, für alle neuen Zuschauer. Vielleicht ganz interessant. Wir landen in Bremen. Bremen hat eine funktionierende, sehr, sehr gute funktionierende Payware-Szenerie von Beautiful Model of the World. Meistens so um die 8, 9 Euro teuer. Das ist mit Abstand der beste Flughafen im Flugsimulator. Die Szenerie läuft nicht nur besser als der Default, es sieht unfassbar gut aus. Es ist auch ein kleinerer Flughafen. Ich glaube, drei, vier Jetways, ein bisschen GA, ein bisschen Cargo und Ryanair Terminal. Wobei da auch ein Beluga landen kann, habe ich mir sagen lassen. Hamburg ist ja gefühlt auch um die Ecke. Also ein absoluter Pflichtkauf, eDDW, Beautiful Model of the World, den wir heute anfliegen. Macht ja auch Spaß. Direkt an der Weser, am Weserstadion vorbei, ist der Anflug. Bremen ist by the way auch noch in Fotogrammetrie. Ganz ehrlich, was will man mehr? Was will man mehr? So. Das Nienburg View A, das liegt laut meinen Navigraph-Charts kurz vor dem Steinhuder Meer. Das heißt, auf der rechten Seite sehen wir dann gleich Hannover inklusive dem Flughafen Hannover. Der wiederum nicht so gut läuft auf der Xbox leider. Ist von Just Sim. Hier vorne kann man es schon erahnen, das Steinhuder Meer. So, genau. Was ich immer ganz gerne mache, kann ich ja mal gerade demonstrieren. Ich gehe mal auf allgemeine Einstellung, Verkehr und mache mir den Echtzeit-Online-Verkehr an. Den dürft man dann gleich sehen. Den mache ich dann gleich wieder aus. Ich mache den immer nur im Flug an, aus Performancegründen. Aber das dürfte jetzt hier dann auch ganz nett aussehen. Was haben wir denn? Ja. Ich glaube, wir sind zu niedrig, weil wir selber keine. Ne. Wir sehen wahrscheinlich nicht den Abgasstrahl, einfach aus dem Grund, weil wir selber keinen haben. Und dann wird er im Flugsimulator leider auch nicht angezeigt. Aber vielleicht sehen wir ein paar Strobes am Himmel. Einfach um der Sache hier ein bisschen Leben einzuhauchen. Hier auch wieder Bodentexturen des Todes, sage ich mal. Sogar hier die Dinger sind beleuchtet, hier die Windräder. Sehr, sehr schön. Ach, du hast den Beluga Aviation, du hast ihn schon mal gesehen. Den würde ich auch so gerne mal sehen. Ich denke mal, vollkommen normal für jeden Hamburger, wenn die da in Finkenwerder landen. Aber ja, ich habe die noch nie gesehen. Außer auf hier Flightradar 24, da sieht man die dann mal. Ne? Aber ansonsten leider, leider nicht. So. Wir können uns schon mal langsam auf die Landung vorbereiten. Das heißt, hier Terrain machen wir mal langsam aus. Braucht man nicht mehr. Airports können auch aus. Damit wird die ganze Sache natürlich schön übersichtlich hier. Wie gesagt, hier gleich Top of Descent. Unsere 3000 sind auch schon eingedreht. Hier oben müssen wir erstmal nichts machen. Nö. Ja, auch die Texturen, wenn man sich das hier mal am Rand anguckt. Und dann, wie gesagt, die Kratzer, gut, hier sind sie ein bisschen übertrieben. Ja, aber ist schon nett. Sehr nett anzusehen. So.
Wir haben auf jeden Fall irgend so ein Fliegerhorst, da so viel weiß ich. Steinhuder Meer ist klar und dann hier Hannover. Dann sehen wir safe auch den Flughafen Hannover. Ich glaube einfach mal, hier wird er gleich aufploppen. Aber auch nicht eine Wolke, nicht eine. Ja, hier so ein bisschen. Kann man so besser sehen. Ja, da haben wir ein paar, aber das war's auch schon. Dafür aber eiskalt. In Deutschland, leider Gottes. Ja, Verkehr haben wir nicht am Himmel. Der Airbus Frühling. Nee, Airbus Führung. Die sollte ich mal machen in Finkenwerder. Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Ach, hier eine Neulingsfrage. Entfernung zum Airport. Genau, die sieht man auf der Progress-Seite, wenn man einen Flugplan eingegeben hat. Da sehe ich jetzt hier beispielsweise. Na gut, jetzt sehe ich die Entfernung zu meinem Top of Descent, aber hier sehen wir dann EDDW und hier sehen wir dann die Entfernung dazu. Nyborg zum Beispiel haben wir jetzt nur noch 16 nautische Meilen und dann direkt zum Airport 97. Dafür ist so eine Progress-Seite immer ganz gut. Das mache ich zum Beispiel in der BAE auch. Da muss man sich nämlich seinen Top of Descent-Punkt selber berechnen. Das sind dann oft 100 nautische Meilen vorher, wo man runter muss, etwa mit 2000 Fuß pro Minute. Was uns aber im Flug interessiert, ist erstmal hier Top of Descent. Kurz nach dem Start steht da Top of Climb, wann wir den erreichen. Und hier, wie gesagt, immer dann die Entfernung zum Flughafen. Ansonsten kann man auch bei Simbrief mal gucken, was da zum Beispiel stehen würde. Ach, hier unten, hier haben wir doch jetzt ein bisschen Live-Traffic. Da blinkt er auf. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Da, wo die Maus ist, natürlich. Genau, bei Simbrief könnte man sehen, da habe ich dann stehen beispielsweise Airtime 58 Minuten und wir haben dann zurückgelegt Route-Distanz 320 nautische Meilen. Genau. So, hier haben wir doch den Flughafen Hannover, EDDV und natürlich dann hier Hannover, die Stadt Hannover. Ach, wegen der MCDU, genau. Wir haben ja jetzt hier, ja, MCDU ist so eine Sache. Ich bin Airbus auch lange nicht mehr geflogen, tatsächlich. Das hier ist ja ein FMC, also ein Flight Management Computer, im Prinzip dasselbe, klar. Muss aber auch in der MCDU stehen. Da steht definitiv deine Route-Distanz. Die muss da irgendwo stehen. Bin ich mir todsicher. Aber wir fliegen auch mal wieder Airbus, dann gucke ich gerne mal nach. Oder kommst einfach auf den Discord bei uns. Da wird innerhalb von Sekunden geholfen, was das Thema angeht. So, hier ist der Top of Descent und gleich geht dann unser schönes Fliegerchen auch in den Descent. Da haben wir jetzt aber auch wieder ein Sunset, das ist ja Wahnsinn. Wunderschön. Ansonsten kann ich dir, wenn du auch auf der Xbox spielst, Hellas, hier nur die 737 empfehlen. Gerade die 600er ist, glaube ich, für 36 Euro zu kriegen. Wahnsinnig tolles Fluggerät. Genau, jetzt sehen wir dann den VNAV Path, den er verfolgt. Er fährt die Triebwerke fast runter bis auf Idle und berechnet sich das dann somit. Haben wir dann auch gleich unsere Banane, wo wir dann rauskommen. Ich mache dann aber am Ende immer ganz gerne noch ein bisschen was mit Vertical Speed. Genau. Jetzt blendet mich das hier aber schon so ein bisschen. Ja. Hier auch schön hin und wieder mal den Wingflex zu sehen. Der wackelt bei den kurzen Flügeln halt einfach ein bisschen schneller mit einer anderen Frequenz.
Was wir jetzt machen können, ist schon mal unsere Landegeschwindigkeit von, ja, wir landen mal mit Full Flaps 117 Knoten. Das mache ich natürlich nicht, dann brauchen wir ein bisschen mehr dann. Dann haben wir das schon mal. Dann ist das jetzt hier in meinem Navigationsdisplay hinterlegt. Und dann haben wir das soweit. Was ist denn hier? Ja, Bremen voraus, sage ich mal. Und somit auch die Weser und das Weserstadion und Werder Bremen. Das hier ist allerdings nur ein Nebenarm der Weser. Die Weser ist natürlich etwas breiter. Ich habe auch gehört, ab Bremerhaven schmeckt die Weser schon nach Salz. Kann das einer bestätigen? Tatsächlich soll die Weser da schon salziger schmecken. Die mündet ja dann natürlich im Meer. So, Barometer setzen wir mal richtig. Dafür bin ich immer ein bisschen zu faul und drücke einfach nur B. Hat man da noch Fragen? Irgendwelche Fragen bei diesem Art Cock, bei diesem Cockpit? Auch die Texturen hier. Wahnsinn. Die Ziernähte hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es riecht in Bremerhaven schon sehr fischig. Ja, okay. So, die Landebahn ist eigentlich lang genug. Wir machen mal Autobreak One. Vielleicht kommen gleich nochmal die Speedbrakes zum Einsatz. Die habe ich mir auch schön auf mein TCA gelegt. Ich kann das ja mal gerade demonstrieren. Jetzt ziehe ich links einfach ein bisschen am Hebel. Und dann haben wir schön die Speedbrakes. Oh, sehr schön. Ne, wirklich. Also TCA und Boeing, also auch wenn es der TCA Airbus ist, kann man trotzdem wunderbar fliegen. Man kann sich das alles schön einstellen, wie man möchte. Das ist gar kein Problem. Oh, hier nochmal wunderbar Bremen. Und dann hier auch, wie gesagt, die Weser. Und hier der Flughafen mit der 27 hier und der 09, die wir so rum anfliegen. Einmal dann hinein ins Geschehen. So. Wir müssen bei Ibuti, und zwar dieser Punkt, müssen wir 3000 Fuß haben. Sehen wir auch hier, above natürlich. Also drüber, etwas drüber oder gleich hoch. Und da will er auch schon runterbremsen. Da könnten wir jetzt beispielsweise helfen mit den Speedbrakes. Könnte ich jetzt dann beispielsweise ein bisschen ausfahren. Da geht er natürlich schneller runter. Wir sind gleich unter 10.000 Fuß. Da dürfen wir eh nicht schneller als 250 Knoten sein. Von daher. Das reicht aber soweit. Jetzt können wir sie auch schon mal armen. Da haben wir dann dieses schöne Kästchen. So, wir drehen ein. Oh ja, oh ja. So. Das sind diese Augenblicke. Wunderschön. Das habe ich aber vergessen. Tut mir leid, dass ich das kurz. Ich muss auf jeden Fall den Live-Traffic wieder ausmachen. Sonst haben wir den ganzen Flughafen voll mit so komischen Bodenfahrzeugen bzw. anderen Fliegern. Das wollen wir ja nicht. Ich habe das zwar alles auf null reduziert, die Vorfeld-Action, aber irgendwie will er nicht so richtig. So, jetzt gehe ich auch schon mal auf Vertical Speed. Dass wir da dann schon mal ein bisschen runterkommen. So, wann erscheint sie denn, die Banane? Ah, ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen Anflug. Aber ja, sehr schön Bremen dann natürlich. Haben wir denn nicht irgendwo das Stadion hier?
Ich habe keine Ahnung, wo das Stadion hier sein soll. Ja, das erhöhen wir noch mal ein bisschen. So dürfte es gut sein. Hier sieht es ein bisschen nach Fußball aus. Sieht man natürlich nachts immer besonders gut, ne? Sehr, sehr geil. Ja, tatsächlich wollte ich auch schon immer mal mit meinem Motorboot zur Weser fahren. Ich bin ja nun mal in der Nähe der Fulda. Die Fulda mündet dann wiederum in der Weser bei Hahnmünden in der Nähe von Kassel. Und dann als die Weser lang hoch nach, nach Bremen. Genau. So, 10.000 Fuß. Landelichter gehen an. Taxi-Lights, auch wenn man sie noch nicht sehen, gleich mit an. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sehr gut. Stadion liegt direkt an der Weser, wo es diese Kurve macht. Ah, wahrscheinlich übersehen. Aber das ist hundertprozentig hier auch. Hundertprozentig auch modelliert, da bitte ich. So, was haben wir für Constraints? Bis Ibuti haben wir 220, das können wir alles einhalten. Können wir aber noch mal ein bisschen mit Speedbrakes arbeiten tatsächlich. Na, will er denn nicht? Doch, so. Hier auch schon mal eine Stufe runter. Ja, viel zu früh abgebremst wieder mal. Ach, in Kassel habt ihr euer Boot abgeholt, ja, siehst du? Wobei Kassel echt eine scheußliche Stadt ist, um Boot zu fahren. Eine nicht funktionierende Schleuse. Man muss fürs Boot reinslippen, teilweise bis zu 20 Euro zahlen an irgendwelchen Marinas. Dann sehr, sehr viel Privatgrundstück. Also da gibt es Schöneres, muss ich sagen. Da gibt es Schöneres. So. Ja, vom Wind her passt es auch, das sehen wir ja jetzt schon. Wenn wir jetzt 18 Knoten Rückenwind haben, haben wir gleich dasselbe wahrscheinlich auf die Nase. Ja, fahren wir schon mal die Vorstufe der Klappen. Flaps One. Ja, ich arbeite immer ganz gerne mit Vertical Speed. Ich weiß, es geht auch mit dem VNAV Path mehr oder weniger sehr genau, aber ja, so ist man noch ein bisschen sein eigener Herr über die Geschwindigkeit, die Höhe, die Sinkrate. Und so macht es auch ein bisschen Spaß, ne? Wer von uns dreht nicht gerne ein Knöpfchen mehr im Flugsimulator? Das ist natürlich klar. Ja, Holland ist ja sowieso für Bootsfahrer, also brauchen wir glaube ich gar nicht. Also wer hat in Holland kein Boot? Ich glaube, selbst jemand, der in Amsterdam wohnt, hat irgendwo ein Boot liegen oder in Rotterdam an der Maas oder was fließt denn durch Amsterdam? Die Amstel ist es, glaube ich, ne? Denke ich mal. Ich habe da mal ein Amstel Bier getrunken, deswegen denke ich, der Fluss heißt auch Amstel. Ich glaube schon, irgendwas wird es wohl schon, irgendwas mit A.
Korrekt, die Amstel. Sehr, sehr schön. Ja, wenn man mal überlegt, was so Airliner für Kurven drehen müssen für ihre Anflüge. Gut, das ist hier auch eine ILS K3-Bahn, wenn ich richtig informiert bin. Da kann man also bis Minimums wahrscheinlich runter. Oh, ich kann ja einfach nachgucken. Ich kann ja mal nachgucken. Ein GA-Flieger wird natürlich sehr viel früher eindrehen und wahrscheinlich dann auch eher über so eine Platzrunde. Können wir schon mal Approach drücken. Ja, sieht man ja auch hier. Glideslope ist noch weit, weit oben. Und gleich fangen wir dann auch den Localizer ein, wobei ich diesen Intercept-Kurs sehr steil finde mit 45 Grad. Ich knicke den oft mit Heading dann nochmal an, ja, wobei hat er schon eingefangen gerade, wie wir sehen hier. Dann passt es ja. Dann passt es. Das würde mich jetzt aber wirklich mal interessieren. Was sind denn die Minimums? Das muss man sich mal vorstellen. Bremen hat Cat 3 50. Cat 2 113. Das ist wirklich sehr, sehr gering. Gut, klar. Der Flughafen liegt hier sehr niedrig. Das ist sowieso logisch. Aber dennoch. So, Flaps 5. Tja, die 600er, was soll ich dir sagen? Die 600er ist wie die 800er. Also du wirst hier nichts im Cockpit finden. Ui, guck mal hier, schön, ne? Du wirst hier nichts im Cockpit finden, was du nicht schon kennst. Ne? Dieser ganze Kram hier. Ach, jetzt ist es weg. Dieser ganze Kram hier, das hier zum Beispiel, das findest du ja auch in der 800er. Das Außenmodell ist halt schöner. Wie ich finde, so dieses kleine Gestauchte. Gefällt mir ganz gut. Du hast nochmal einen ganz anderen Schwung. Liveries. Aber ansonsten, ja. Das Ding kostet ja nicht die Welt, ne? Gucken wir nochmal, ob sich auf der InitRev was geändert hat. Ach, jetzt sind wir schon bei 116. Das ist natürlich schön. Ich glaube nicht. Dann machen wir mal 125 raus. Das ist mir irgendwie. Ja, Aviation, hier gibt es nicht nur die Lauda. Hier gibt es auch meine absolute Lieblingslivery. Und mit denen lassen sich auch realistische Ops noch fliegen. Die Austrian mit diesen babyblauen Triebwerken. Das finden wir auch in der 600er. Ne? Und du kannst ja natürlich auch hier. Hier zum Beispiel hat die 600er so leichte so einen leichten Sonnenschutz verbaut. Du bist auch viel näher am Triebwerk. Wie gesagt, du hast hier die Dings nicht hier. Jetzt komme ich doch nicht auf den Namen. Die Sharklets oder Winglets. Das ist schon ganz cool, ja. Und das ist schon ganz nett. So, sind wir denn auf dem Localizer gut drauf, ja? Wind 19 auf die Nase, das ist ja gar nichts. Ist ja ein Traum. So, jetzt mal ein bisschen auf die Landung konzentrieren. Das ist natürlich jetzt wiederum alles viel zu hell. Nee, komm, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das auch gleich noch ein bisschen dunkler. Immer alles auf den letzten Drücker macht der Alex. Im Landeanflug noch die Displays dimmen. So, ja, Glideslope eingefangen, wie wir sehen. Hier ist der Diamant. Hier sind wir auch voll drauf. Das läuft. Das läuft. Na gut, dann gehen wir doch mal auf unsere 120.
Gear down. Laps 25. Die können wir jetzt wirklich mal haben. So. Würden aber by the way auch rausgehen mit den Reversern. Das ist also halb so wild. Und Full Flaps. Ach, guckt mal an hier. Ist das das Stadion? Nein, das ist es nicht. Aber hier wird offensichtlich viel Fußball gespielt. Ah, hier. Beziehungsweise, das ist doch kein Fußballfeld hier. Das ist kein Fußballfeld. Aber schön, ne? Bremen, wunderschön. An alle Bremer, ihr habt eine schöne Stadt. Besonders der Flughafen. So, hier, das kann man sich bei der 600er auch einstellen. Ich glaube auch bei der 800er. Ich bin noch im Autopiloten, kann aber jetzt hier schon meinen Thrust dem Autothrust angleichen. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. Mache ich jetzt auch. So. Und dann würde ich sagen, Happy Landing an mich selber. Ach, die Minimums habe ich natürlich jetzt vergessen. Machen wir das auch noch auf den letzten Drücker oder lassen wir es? Was haben wir denn gesagt? 50, ne? Naja, 113. Ah, komm, jetzt machen wir 50. Es reicht. Sehr schön. Sehr schön. Tausend stabilisiert. Autopilot off. Autothrust off. Immer wieder selber der Herr. Sehr, sehr schön. Ach, hier haben wir das Footballfeld. Da sucht man mal Fußball in Bremen und findet Football. Das ist auch kein Football, das ist Baseball. Was erzähle ich denn da? So, jetzt aber auf die Landung konzentrieren. Ich will mich nicht blamieren bei 12 Knoten gerade mal auf die Nase. Das müsste ja, ist da eigentlich sehr, sehr gut werden. So, und wie gesagt, die Payware-Szenerie, absoluter Pflichtkauf. 500. Ja, ich weiß. Ja. Ich finde es aber schöner so. Ja, das ist wirklich sehr eng. 50, 30 Minimums, 20. Und Reverser können raus. Dürfte man so auch ganz gut sehen. Nein, tut man natürlich nicht. Sehr schön. Hat mir gefallen. Hätte besser sein können, wenn sich der Papa mal mehr konzentriert. So, der Kram fährt wieder ein. Willkommen in Bremen, Freunde. Willkommen in Bremen. Und jetzt seid noch gespannt, diese Szenerie, Leute. Es ist der Wahnsinn. Wenn es jetzt noch regnen würde, wäre es noch schöner. Hier, Airbus, da haben wir es doch. Auch irgendwas mit, was machen sie denn da? Hier mit Satellitenbau? Ich weiß es nicht. Auch alleine die Nachtbeleuchtung, das ist auch so ein Thema wieder auf der Xbox. Schade, dass so wenig Payware-Airports laufen.
Ich meine, wenn bei den Default wenigstens die Nachtbeleuchtung gut wäre, das wäre ja schon mal eine schöne Sache. So. Gucken wir uns gleich noch mal an. Sehr, sehr schön. Ja, aha. Astrium. Aha. Genau, ABF, ja. APU schon wieder vergessen. APU an. Landing Lights aus. Taxi bleibt an. Swaps gehen auf Steady. Ja, gucken wir mal. Autobrake kann auch aus. Flight Director kann aus. Ja, wunderschön. Was haben wir an Sprit verbraucht? Das ist immer sehr schön. 2,7, das hätte noch für ein Alternate nach, weiß ich nicht, Malmö gereicht wahrscheinlich. Sehr, sehr nett. Schöne Landung. Mein Default A320 Neo sackt die letzten Meter bei der Landung immer komplett ab. Ist das bekannt? Schwierig. Schwierig. Das mit dem Absacken ist wahrscheinlich, vielleicht nimmst du den Schub zu sehr raus. Tatsächlich, ich habe mir so angewöhnt, bei 30, 40 oder ja, bei 50 Fuß drüber. Also, wenn er sagt 50, dann nehme ich den Schub erst raus. Ne? So, und hier haben wir das Elend. Hier haben wir das Elend. Jetzt haben wir hier einen doofen Flieger stehen. Weil der Flughafen schon reingeladen war, offensichtlich, bevor ich dann den Live-Traffic ausschalten konnte. Das nervt einfach ab. Nicht sehr schön. Hier haben wir das Lufthansa Aviation Training Center. Ja, auch sehr schön. Wir orientieren uns mal lieber wieder hier an der gelben Linie und parken dann mal geschmeidig ein. Da hinten haben wir das Ryanair Terminal, was da so blau leuchtet. Man kann es auch, glaube ich, ein bisschen erkennen. Da haben wir sogar eine Ryanair-Maschine abgebildet. Dort. Ansonsten ist ja schon eine sehr, sehr nette Sache hier. Bremen Airport Hans Koschnick. So, ich würde sagen, bei der 05 gehen wir rein. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt muss ich aber tatsächlich mal in die Außenperspektive. Wir kennen das Problem. Der Haltepunkt. Sehr schön, sehr schön. Direkt APU-Generator an, APU-Bleed an, APU-Engine-Bleed off. Packs können auch off. Isolation Valve, lassen wir mal auf Auto. Damit können aber die Triebwerke raus. Und damit sind wir da. Schön. Und wir sehen hier auch direkt die Beleuchtung. Jetzt sehen wir sie hier natürlich nicht. So. Schon eine geile Sache, Bremen. Muss man ganz ehrlich so sagen. Hier oben stehen auch so ein paar Leute rum. Ah. Preise so platt wie das Land. Genau. Funktioniert dann natürlich auch alles hier mit den Jetways. Sowieso. Müsste man jetzt nicht, wir haben ja Erstairs dabei, ansonsten FS Action, Ground Service, zumindest die Chocks mal ran. Ja, und damit wären wir. Oh! Das sollte ich vielleicht noch machen. Logo kann anbleiben, das kann auch steady bleiben. Condition.
Die Collision kann aus, das Beacon, Taxi kann auch aus. Jetzt sind wir fertig. Sehr, sehr schön. Ich doch zum Abschluss noch mal kurz in die Drohnenkamera. Und dann sieht man natürlich hier auch wirklich, was das für ein geiler Flughafen ist. Ne? Viel mit Werbung hier, Aussichtsplattform. Gut, das sind so kleine Details, die machen es ganz nett. Bräuchte ich jetzt aber gar nicht. Ich glaube, hier hinten haben wir sogar noch einen McDonald's. Wo war es denn? Wo war es denn? Flughafen Bremen. Ach, da hinten. McDonald's natürlich, darf nicht fehlen. Ryanair, Nordmilch. Und das alles für 9 Euro. Und die Immersion ist da. Ja, hier haben wir das Ryanair. Genau, schön in Gelb. Auch nicht schlecht. Da hinten haben wir dann noch ein bisschen Post, wenn ich mich nicht irre. Ach, und jetzt kommt das Highlight. Kann ich auch gleich mal zeigen. Wenn man aufrollen täte jetzt. Wie gesagt, die Post, klar. Werder Bremen, natürlich muss die Werbung da sein für die Leute, die dann reinkommen. Wo haben wir es denn, wo haben wir es denn? Genau hier. Auch dieses Detail, es sieht so gut aus. Ich meine, das sieht aus wie echt. Kannst du sagen, was du willst. Und wenn es dann noch regnet, ach, wisst ihr was? Kommt her. Das machen wir mal kurz. Und wenn es dann noch regnet, noch irgendwelche Fragen? Noch irgendwelche Fragen zu der Beleuchtung dieses Flughafens? Schon schön, ist schon schön. Kann man so machen. Ja, genau, Freunde. In dem Sinne, das war es eigentlich jetzt erstmal zum ersten Livestream. Sonst habe ich ja bislang immer nur Videos gemacht. Stuttgart, Bremen, schöne Tour. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Was haben wir noch im Chat? Ja, danke an Hellas Aviation. Danke fürs Dabeisein. Ja, wer war noch so dabei? Ich sehe jetzt keine, aber das Ding gibt es ja auch noch als VOD auf YouTube. Dafür soll es ja auch gedacht sein. Ach ja, eine Frage noch, ob wir noch mehr Liveries bekommen für die 737. Mir fehlt zum Beispiel die TUI. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hätten sie schon längst, wenn du mich fragst. Wir haben ja pro, was haben wir gekriegt? 5 Pakete insgesamt. Jeweils 2 pro, ne, die hätten wir schon, die hätten wir schon. Ich glaube, die sind auch in den Paketen auf dem PC nicht enthalten. Die müssen sich da extern die sind nicht in diesem PMGG Livery Hub drin. Die müssen sich extern über flightsim.io, glaube ich, gezogen werden. Ja. So ist das leider. Ach Gott, wenn es um Liveries geht, was hätte ich da gerne alles noch? Ne? Allein schon die Pegasus ist schon mal schön, dass wir die haben. Da hätte ich ganz gerne wie heißt der denn, die türkische? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Wie peinlich. Bin ich noch mit in Urlaub geflogen letztes Jahr? Komme ich doch nicht auf den Namen. Oh Gott, die Tochtergesellschaft von der Lufthansa. Zahn Express. Eine kleine Tochter. Die hätte ich gerne und. Das ist, so mit den letzten Worten, das nochmal zu sagen, halt eine 390 Euro Konsole. Wenn die so gut wäre und alles hätte wie auf dem PC, mit dem ganzen Runterladkram, den ganzen kleinen Features, die wir so gerne hätten, wer würde sich dann noch einen PC kaufen, Freunde? Ne? So ist es. Genau, Aviation sagt es nochmal, Sun Express. Ja. In dem Sinne, Freunde, hat Spaß gemacht, kommt bestimmt nochmal wieder demnächst ein schöner Livestream. Und wie gesagt, das Ganze gibt es dann im Nachgang auch nochmal auf YouTube. Bis denne, euer Xbox Aviation.